Tötet sie alle. Oh no, 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 sie no. Sie wissen es immer noch nicht, was sie sind, warum sie hier sind. Geister. Was ist ihre erste Erinnerung? Wie lautet ihr Vorname? Wo wurden sie geboren? Sie haben keine Geschichte. Wir beide stammen von derselben Mutter ab. Nein. Von derselben Mutter? Sie müssen es gespürt haben. Sie kann ihre Gedanken nicht lesen, aber vielleicht funktioniert es ja umgekehrt. Ihr ganzes Leben ist sie nur von einem Albtraum zum nächsten gewandelt. Ich werde sie befreien. Okay. Ein Scheiß wirst du. Ja, gut, das. Hihi, wie mich angesagt. Kann ich ihn ausnocken? Oh. Alice! Okay. Oh, da staubt's. Alice ist tot, Alter, was? Ma. Oh. ja. Oh, es ist gruselig. Normalerweise. Ah, normalerweise kriegt er ja einen Kopfschuss. Ah. Ich kann mich noch erinnern, damals, ich habe den gar nicht ausreden lassen. Ich habe den einfach, ich habe den gesehen, bap, sofort tot. Wo ich dachte, aber was war das denn jetzt für ein Bossfight? Jetzt haben wir. Wir haben bloß die Pistole. Warum haben wir bloß eine Pistole? Wo ist meine Blitzdingswaffe? Ach du Scheiße. Ach, das ist gruselig eigentlich. Naja, dadurch war Paxton. Was ist das denn für eine Waffe? Alter! Naja, dadurch, weil Paxton Vettel jetzt tot ist. Kann er die nicht mehr kontrollieren. Aber dass die kein eigenständiges Bewusstsein oder sowas, dass sie sich irgendwie selber bewegen können, wie sie wollen. Das verstehe ich nicht so ganz. Also 15 war sie, jetzt haben wir es ja doch erfahren. Sie war 15, als das passierte. Das ist eigentlich richtig mies. Als der erste Prototyp geboren wurde. Da wir jetzt ja erfahren haben, dass wir von derselben Mutter stammen, wie Vettel es ja gesagt hatte, und dass Paxton Vettel auch der zweite Prototyp ist, heißt das, dass wir der Erste sind. Wir sind der erste Prototyp. Was? Freisetzungssequenz abgeschlossen. Und so geht es zu Ende. Alma. Oh Gott. Alter. Tötet Shit. Sie. Tötet sie alle. Oh Gott, ey. Das ist so mies. Alter. Aber hat er nicht eben gesagt, die sei denn tot gewesen? Wie hat... Alter, Harlan Wade, das war's also. Mission ist sowas von gescheitert.
Wir konnten Alice nicht befreien. Die spuren sich erst jetzt. Wir konnten Alice nicht befreien, Hull und Wade nicht befreien, nur Pex und Vettel töten. Alter, das ist dunkel. Speichern. Das ist... Da ist sie. Natürlich sollen wir jetzt ihr hinterher. Was ich eigentlich für eine recht beschissene Idee halte, muss ich ja mal zugeben. So, nehmen wir mal eins. Das, so. Speichern wir gleich nochmal. Da ist eine lustige Wolke. Okay, jetzt kommen wieder Geister. Was soll das für welche sind? Ich habe keine Ahnung. Alter. Also jetzt kommen die hier wirklich, oder was? Willst du mich jetzt rollen? Ich hasse es. Nein, nicht nachladen, nicht nachladen. Scheiße. Oh Gott, ich hasse diese Viecher. Ich habe die schon früher gehasst wie die Pest, Alter. Und diese Hintergrundgeräusche, ey. Rüstung. Eine leicht versteckte, eine festgebackte. Okay. Ich kann keine Zeitlupe einsetzen, wenn die kommen. Also nicht direkt. Das wird lustig. Ja, ja, kommt. Alter. Also mehr dürften es auch nicht sein. Okay, da kann ich nichts von gebrauchen. Das ist schon mal gut, mehr oder weniger. Aber, ach guck mal, da geht's weiter. Aber eine Rüstung wäre mehr oder weniger ganz cool. Also da würde ich mich schon mal drüber freuen, so ein bisschen. Legen Sie die, was? Die Reaktorzellen frei, zerstören Sie sie und feindliche Strukturen. Was ist die? Ist das damit gemeint? Nee. Legen Sie die Reaktorzellen frei? Welche Reaktorzellen? Ich habe keine Ahnung. Ich werde dann noch langsamer hochfahren. Speichert. Ja, was sind die Reaktorzellen? Das ist schön, wie man hier so... Ja, Reaktorzellen. Jeder weiß, wie die Reaktorzelle aussieht. Oh, oh. Ah. Oh Gott. Alter. Ich wollte gerade sagen, diese Stille. Oh shit. Ich speichere mal so. Um Gottes Willen. Ja, natürlich können wir die. Wo muss ich denn jetzt hin? Ich kann ja nicht weg. Ist alles... wo muss ich denn hin? Bin ich überhaupt richtig? Hm. Ach, guck mal, hier ist eine Tür. Oh, die habe ich jetzt nicht gesehen. Schlechte Idee, oder? Nee, ich muss dort lang. Leute, ihr gebt mir so auf den Piss. Ach, Alter. Diese Kackviecher, ich hasse die. Aber es gibt wesentlich schlimmere Gegner. Also in anderen Spielen, jetzt nicht unbedingt jetzt hier. Ich bin ja bloß froh, dass man hier keinen Timer oder so einen Scheiß hat. Wo man jetzt hier so wirklich wie so à la Metroid. Alles fliegt. Alles fliegt in die Luft und dennoch schön auf Zeit. Ich weiß gar nicht, ob wir uns da irgendwas tun, wenn ich da durchrenne. Ah.
Okay, wir haben noch eine Ratterpum bekommen. Ja, und jetzt... Ich würde mal sagen, einfach nur flüchten. Aber dass gerade das Ding hier noch funktionieren soll, das ist ein bisschen fraglich. Okay, ich habe jetzt fest damit gerechnet, dass uns jetzt eine Dinger entgegenkommen, so eine... Monsters. Wo ist Mapes hin? Klar. Kommt schon. Ihr wollt ein Stück von mir, dann kommt und holt es euch. Interessante Musik auch. Ihr könnt mich mal. Ne. Gut. Vor allem ist es doch so dunkel. Schon wieder diese Stille, ey. Oh, Situation. Der Hauptreaktor der Anlage hat den kritischen Punkt überschritten. Eine Kettenreaktion steht unmittelbar bevor. Mission. Der 4-Einsatzagent sollte versuchen, sich so weit wie möglich von der Anlage zu entfernen. Das kann heiter werden. Intervall 11. Vergeltung. Es ist... Oh Mann, ich muss jetzt wirklich mal die Waffen wechseln. Hallo? Ich denke mal, mit der Pistole werde ich jetzt auf Dauer nicht so glücklich werden. Ich habe nicht mehr so viel Munition dafür. Ja. Medikit? Ich weiß nicht. So, für die haben wir jetzt hier gut Muni bekommen. Alter. Und natürlich flackert es hier auch überall. Obwohl, na guck mal, Nagelpistole, die ist doch eigentlich... die ist besser als der Schrotflinte. Oh shit. Und natürlich. Vor allem dafür ist sie viel besser geeignet. Der Heli! Ich muss hier raus! Och, jetzt kommen doch die hier überall, oder? Ich hasse die. Ich hasse die. Jetzt kommen sie irgendwo wieder da. Was sind das für Viecher? Das habe ich nie verstanden. Boah, leg mich doch am Arsch. Gott, ey, scheißen Dreck. Ich hasse euch. Hier lang. Ja. Was? Wo? Was? Wo? Manchmal warum? Was? Wo kam der denn jetzt? Speichern. Jetzt habe ich, glaube ich, gerade das Mikro berührt. Ich hoffe, das hat man jetzt nicht so gehört. Ja, nee, ist klar. Das war ein bisschen zu leicht. Warte mal. Komme ich nicht durch? Schöner Schockmoment. Wer bekommt mir jetzt hier übelst viele Medikits, ey? Nagelpistolenmuni, das ist gut. Das ist sehr gut. Huch, Checkpoint. Oh. Alter. Ja, komm. Und Rüstung? Ja, natürlich geht die nicht... Oh Gott. Speichern. Das ist eine verflucht große Fläche. Toll, ich glaube, jetzt kommen hier bloß noch so eine Viecher. Lachen da an. Nein, das dauert zu lange, das dauert zu lange. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob muss ich jetzt hier durchrennen oder... Ich habe keine Ahnung.
Lass mich durch! Ah, ich seh nix, Alter! Huch. Okay, ich wusste jetzt wirklich nicht, ob ich jetzt einfach durchflitzen soll. Okay, jetzt kann ich doch mal wieder wechseln. Toll. Oh, guck mal, hier gibt's. Ach, guck mal, hier gibt's auch Muni. Muni. Kann ich auch hier unten durch? Oh, Checkpoint. Es ist ja mal gar nicht dunkel hier unten. Ich weiß noch, wie ich hier wirklich damals richtig Schiss hatte. Guck mal, noch welche. Ich wollte sagen, was ist das? Das sieht aus wie so ein Hund oder sowas. Alter, jetzt kommt's aber angeflitzt hier. Leck mich am Arsch. Ein bisschen mies ist es ja schon. Ich lass mal kurz die Laschentampe aufladen. So. Ich wollte vergessen. Ich wollte so sehr vergessen. Jetzt haben wir schon eine Pistole. Und keine Lampe. Du wolltest vergessen. Was wolltest du vergessen? Alter. Alma, lass mich in Ruhe. Hier waren wir schon sehr oft eigentlich. Schon sehr oft. Huch, was war denn jetzt mit der Maus auf einmal? Die hat sich immer so nach rechts gezogen. Du wurdest hier geboren. Genau hier. Wir wurden hier dabei. Also ging es dort die ganze Zeit um uns. Shit. Das war so klar, wir drehen uns. Lass mich in Ruhe. Was? Du wurdest getötet? Was? Was? Warum? Warum? Ich jetzt bin ich durcheinander. Ja, los, kommt. Jetzt, warum wurde ich... Okay, das hat mich jetzt, ich muss sagen, irgendwie überrascht, dass man da doch sterben kann. Wieso geht die Funzel aus? Okay, jetzt kommt die Stelle wieder. Ja, komm, mach. Ich wollte vergessen. Ich wollte so sehr vergessen. Ich weiß gar nicht, wenn ich uns jetzt hier schon berührt hätte, wären wir dann auch schon tot? Ich habe keine Ahnung. Du wurdest hier geboren. Genau, also einfach mal draufhalten. Man weiß ja nie. Ich war dabei. Okay, das geht nicht. Oh shit, ey. Mein Baby. Ich bewege mich so langsam. Du wirst Gott unter Menschen sein. Bringt sie zum Gewölbe zurück. Nein! Origin. Mein Baby. Ich weiß, wer sie sind. Ich weiß, wer du bist. Alter, bisschen, ich muss sagen, ich habe gerade ein kleines bisschen Gänsehaut. Ich habe schon wieder bloß die Pistole.
Hier. Hallo? Spiel? Ein ganz kleines bisschen Gänsehaut hatte ich jetzt schon, muss ich ja zugeben. Dennoch mit der Musik. Das ist ziemlich krass eigentlich. Druckwelle und wir können nicht weg. Schnell hier in Deckung gehen. Es geht nicht. Nein! 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 Nein, nein! Oh, shit! Situation. Der Spionagesatellit Hannibal 3 hat heftige Explosionen in der Nähe der geheimen Armacom-Anlage angezeigt, kurz bevor das Signal verloren ging. Versuche, die Verbindung wiederherzustellen, waren erfolglos. Status des 4-Einsatzagenten unbekannt. Da ist er. Epilog. Ich weiß nicht, wie sie das überstehen konnten. Wir kennen das Ausmaß des Schadens noch immer nicht. Seit der Explosion können wir niemanden mehr erreichen. Was ist mit Alma? Was ist mit ihr passiert? Was war das für ein Geräusch? 4 ist Erinnerung an Wen Chi Li gewidmet. So, Leute, das 4-Team. Das war also 4. Vielen Dank auch fürs Zusehen. Und das war, ja, damals war das ein richtig geiles Spiel. Ich fand es auch jetzt irgendwie wieder ganz cool, aber leider kannte ich halt einige Stellen schon. Und ich weiß noch, wie ich mir damals ins Hemd gemacht habe an den verschiedenen Stellen. Aber es fehlt eine Stelle, fehlt mir. Ich weiß nicht, wo das war. Die haben wir übersehen. Es gibt einen Jumpscare. Oder hatten wir den? Ich glaube nicht. Im gesamten Let's Play hat er mir, glaube ich, irgendwie so ein bisschen gefehlt. Da klettert man irgendeine lange Leiter hoch und auf einmal greift Alma durch die Leiter so durch. Und da hat man sich richtig doll erschrocken damals. Daran kann ich mich noch erinnern. Aber das hat mir jetzt hier so ein bisschen gefehlt. Keine Ahnung. Nee, was ich aber sagen wollte, wo ich mir richtig ins Hemd gemacht habe, so die Schlussszene, wo diese ganzen Geister kommen. Das habe ich damals so gehasst, ey. Da habe ich richtig Panik. War alles so dunkel und... Oh. Ja, nun, wie gesagt, das war also 4, First Encounter Assault Recon oder Recon, ich weiß gar nicht, wie man das richtig ausspricht. Ich habe da keine Ahnung. Und ich schau mal, ob ich jetzt eventuell noch in Anschluss gleich noch Extraction Point aufnehme. Muss ich jetzt noch sehen. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele Folgen das jetzt hier wären. Das war jetzt die letzte Session, ich denke mal, ja, so knapp. 3 Folgen werden das jetzt bestimmt schon sein. Also mit dieser Session jetzt hier. Und der Schluss, da war natürlich richtig offen, wo man so gedacht hat, Alter, was ist das denn? Wie geht's jetzt weiter? Ich glaube, ein halbes Jahr oder ein Jahr später kam jetzt Extraction Point raus. Und Extraction Point knüpft halt genau an dieser Stelle an. Man spielt dann wieder den Pointman. Hier erfährt man ja, glaube ich, nie so wirklich den Namen. Aber wenn man sich so ein paar Einträge durchliest und so weiter, dann wird einfach bloß Pointman genannt, der auch nie spricht. Und wir wissen, es ist der Bruder von Paxton Fettel. Und Extraction Point geht also genau an der Stelle weiter, wo das mit dem Hubschrauber passiert ist. Und spielt also direkt im Anschluss. Dann gibt es ja noch Perseus Mandate, beziehungsweise Mission Perseus. Da spielt man irgendwie einen unbekannten Typen. Ich weiß es nicht mehr. Also an die beiden Erweiterungen kann ich mich eigentlich null erinnern. Also Schockmomentmäßig eigentlich gar nichts mehr. Und dann gibt es natürlich noch 4.2 Project Origin. Das Kuriose ist, es gab ja damals so eine rechtlichen Probleme, so einen Rechtsstreit zwischen Sierra und Monolith Productions, oder wie die jetzt heißen. Und deswegen wurde damals bei 4.2 wurde halt so ein kleiner Wettbewerb gemacht, weil die hatten nämlich nicht die Rechte an dem Namen.
Also ich glaube, storymäßig hatte Monolith die Rechte und Sierra Games oder wie die damals hießen, die hatten die Rechte an den Namen. Beide wollten ja ein 4-Spiel rausbringen. Letztendlich Sierra Entertainment, genau. Letztendlich hat Sierra das verworfen. Und in der Zwischenzeit hat aber Monolith gesagt, wir dürfen den Namen nicht verwenden, also machen wir einen kleinen Wettbewerb, denkt euch einen Namen aus. Gewonnen hat natürlich Project Origin oder Origins. Nee, Origin, glaube ich. Project Origin. Und als es auf einmal die Rechte wieder gab an den Namen, konnten sie halt 4 wieder benutzen. Und da hieß es dann halt 4-2 Project Origin. Das Krasse ist da, die Erweiterungen, also einmal das Extraction Point und Mission Perseus, die werden sowas von ignoriert. Also die gehören praktisch nicht zum offiziellen Kanon. Also alles, was im zweiten Teil passiert, es wird alles ignoriert, was in Extraction Point und Mission Perseus passiert. Ist ein bisschen komisch, aber ich denke mal, ich werde das trotzdem einfach mal spielen. Alleine mal, um zu gucken, wie da die Schockeffekte und so weiter waren. Die hatten, glaube ich, damals auch recht schlecht abgeschnitten. Also die Bewertung war wohl nicht so pralle. Und wie gesagt, ich kann mich eigentlich... Also an den ersten Teil kann ich mich schon erinnern, aber Extraction... Was für eine Musik jetzt auf einmal? Extraction Point und Mission Perseus. Ich weiß bloß noch, bei Extraction Point... Relativ am Anfang muss das sein. Man rennt dann da irgendwie durch eine Stadt oder so. Und man sieht halt einige von diesen Replikasoldaten. Aber die stehen halt alle bloß da rum. Und auf einmal werden die alle wiederbelebt. Ich weiß aber nicht mehr wie, warum, weshalb, weswegen. Und wann jetzt Mission Perseus spielen soll, das weiß ich überhaupt nicht mehr. Das weiß ich echt gar nicht mehr. Naja, gut. Das soll es jetzt also erst einmal von mir gewesen sein. Ich melde mich, falls es nach den Credits noch irgendwas geben sollte. Was ich aber so ein bisschen anzweifle. Ansonsten sage ich vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zu einer nächsten... Ja, Folge wollte ich gerade sagen. Also bis zu einem nächsten Spiel. Vermutlich wird das dann Extraction Point sein. Schauen wir mal. Ja, dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen, fürs Kommentieren. Falls kommentiert wurde. Fürs Liken natürlich, fürs Teilen, fürs Abonnieren auf jeden Fall. Games by Industries Incorporated. Den danke ich ganz besonders. Nein. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Bis zu einem nächsten Let's Play. Let's Replay. Ja, dann sage ich haut rein. Fahrt nicht bis auf ein Auto und tschüssili. Bei dieser Produkt, was kam, keine real existierende Force-Mitglieder zu Schaden. Okay. Ah, wir haben das Ende schon so erreicht. Genevieve Aristide hier. Ich wollte Ihnen nur versichern, dass der Origin-Vorfall bereinigt wurde. So viel zum Thema Diskretion. Es war unvermeidbar, aber es gibt auch gute Nachrichten. Der erste Prototyp war ein voller Erfolg. Okay. Der erste Prototyp, damit waren natürlich wir gemeint, war ein voller Erfolg. Also hat die uns die ganze Zeit beobachtet irgendwie oder was? Ich habe keine Ahnung. So, Leute, wie gesagt, das war jetzt 4-1. Ich verabschiede mich, sage haut rein, fahrt nicht bis auf den Auto und tschüssili.